Ich werde auf Deutsch fragen und ich will wissen, wann haben Sie dieses Hotel eröffnet? Der Umbau hat stattgefunden 2017, also vor 3 Jahren. Aha. Davor war das ein Hotel normaler Machart, mit relativ kleinen Zimmern teilweise, die wir dann zwischen Stockwerken gemacht haben. Okay. Und wieso Dutrain? Weil es ausgestattet ist und aussieht wie der Orient Express in Wien. Ja, es ist wunderschön. Also man sieht diese Theme überall, also das ist nicht zu verwechseln. Okay, wie hat jetzt diese Covid-Zeiten die ganze Business mit Hospitality hier in München so affected? Das war jetzt ungefähr 6 Wochen relativ schwierig. Wir mussten zumachen. Die Hotels waren geschlossen. Ganz zu? Okay. Ganz zu waren geschlossen. Man durfte kein Hotelbetrieb betreiben, aber seit Anfang des Monats sind wir wieder geöffnet. Aha, okay. Und was haben Sie gemacht, hygienisch, dass Ihre Gäste hier sehr fühlen? Die Zimmer werden regelmäßig komplett desinfiziert in allen neuralgischen Punkten. Wir sind Desinfektionsmittel aufgestellt. Wir halten den Abstand, der 1,5 Meter Abstand zu jedem Gast. Ja. Wir haben das Personal ist geschult darauf, die Lüftungskonzepte einzuhalten. Und bevor jemand das Zimmer betritt, wird es desinfiziert und natürlich abgereist wird. Das haben wir gemerkt, weil wir dürften nicht im Hotel reinkommen ohne Maske. Wir mussten die Hände desinfizieren. In dem Aufzug haben wir gemerkt, dass es vielleicht 3-mal pro Tag oder so desinfiziert und darf man nur allein in den Aufzug einsteigen. Also merkt man schon als ein Gast, dass sie wirklich die Measures genommen haben, um die Gäste hier safe zu fühlen. Muss ich auf jeden Fall als Kompliment geben. Was würden Sie sagen, was würden Sie Ihren Gästen sagen, dass sie hier erwarten sollen, was besser ist als andere Hotels? In allererster Linie mal, dass Sie herzlich willkommen sind und sich fühlen können wie zu Hause. Wenn Ihnen ein Zug von Ihnen, den Orient Express, bisher nicht möglich war, mit dem zu fahren, kriegen Sie hier einen kleinen Eindruck davon und Sie sind mitten in der Stadt. Richtig. Location, Location, Location. Yes. Und die Preise sind auch richtig gut gestellt, also muss man sagen. Und dann hat man auch eine Auswahl von welches Zimmer man nimmt, je nach Budget. Richtig? Ja. Okay. Haben Sie andere Hotels von der gleiche? Nein, wir haben noch ein Hotel, zwei Häuser weiter. Ist aber eine völlig andere Kategorie. Wir werden das in nächster Zeit, das ist noch geschlossen. Aha.
weil wir da Umbauarbeiten planen. Ah, ist noch ganz neu? Nein, es ist schon etwas älter und deswegen wollen wir es umbauen. Aha. Deswegen ist es auch geschlossen. Alles klar. Wird das auch gleich aussehen, so wie du schon? Wahrscheinlich nicht, nein. Wir machen ein anderes Konzept durch. Dann sollen wir uns überraschen lassen, ja? Und euch freuen. Alles klar, wir freuen uns total. Vielen Dank fürs Zeigen und große Komplimente, Sie machen es echt schön. Vielen Dank. In case you paid for breakfast, which you should, because it is really, really good, this is where you get to sit down, enjoy your meal, have a drink. Look at that interior design. I love it. They have really thought about the small things. I stayed here for a whole weekend and I really felt at home. Unfortunately, the government or they're trying to build something outside, so they're still finishing it up. But the next time you come, it will be gone. They will have already finished, so you guys don't have to worry about that. And then they have that. Look at that. All made by hands. They made sure someone came here to make these paintings. Really, really love it. This is the best place to stay in Munich, definitely, guys. So if you're still thinking about staying in Munich, I will definitely tell you guys, you are in good hands when you come to the train, because the beds, you sleep very well, the location is perfect, the price is very good, you get your breakfast, you get your minibar, what else do you want in a hotel? So thank you so much, guys, for watching. I hope you really look into this, and I hope to see you on the next one. Bye-bye.